Das Wetter spielte mit bei den Fahrradtagen in Haltern am See. Bereits zur Eröffnung am Samstag lockten angenehme Temperaturen etliche Besucher in den Kardinal-von-Gahlen-Park. Schwerpunktthemen waren Reisemobile, Fahrräder und Elektroautos. Ja, also wir haben in diesem Jahr, so wie im letzten Jahr auch, 17 Händler hier rund oder in dem Kardinal-Graf-von-Gahlen-Park. Ich glaube, dass viel das Wetter mitspielt. Wir haben herrlichstes Wetter und wir müssen das Wetter genießen. Und die Leute wollen raus, sie wollen alle was erleben und das ist das, was wir wollen. Insgesamt 3 bis 4 Monate waren erforderlich, um interessante Händler für die Fahrradtage zu gewinnen und den Platz entsprechend einzuteilen. Das sind schon einige Monate, die natürlich ins Land gehen. Man muss mit den ganzen Händlern telefonieren, E-Mails schreiben, natürlich auch die Ordnungsgenehmigungen einholen, dass alles stattfinden darf. Also als Planungszeit sagt man immer so, ja, 3 bis 4 Monate. Ein besonderer Anlaufpunkt waren die ausgestellten Reisemobile verschiedener Anbieter. Der Boom zur Anschaffung eines Reisemobils sei gleichbleibend hoch, so Johannes Kleine-Vosbeck aus Marl. Also Corona war für uns gegenüber anderen Gewerken wirklich ein Pluspunkt, weil man konnte ja nirgendwo hinfahren. Jeder fühlte sich dann natürlich in so einem Wohnmobil in seiner eigenen Hemisphäre und konnte sich da dementsprechend aufhalten. Deswegen war für uns also wirklich ein Zuwachs im Corona-Zeitraum. Auch jetzt ist der Boom noch nicht abgeebbt, weil viele auf den Geschmack gekommen sind, mit dem Wohnmobil wirklich mal loszufahren. Viele haben sich auch Wohnmobile gekauft. Das Problem ist immer ein bisschen im Moment, dass die Campingplätze, die müssen erstmal alle nachkommen. Die rüsten zwar auf, aber es gibt natürlich nicht dementsprechend mehr, so viel wie wir jetzt an Wohnmobilen mehr bekommen haben. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, das ist einer aus unserer aktuellen Mietflotte. Ist jetzt ein Karmann Davis, ist ein beliebtes Kastenwagenmodell. Wir haben auch eigentlich nur Fahrzeuge mit Längsbetten hinten drin. Das wird heute sehr, sehr gut angenommen, weil man auch, ja, ein bisschen bequem will man es haben. Man will nicht über den Partner einmal drüber steigen müssen, wenn man mal raus muss oder später reinkommt. Der Wohnwagen hat ausgesorgt, so zumindest für Besucher aus Marl. Dieses Modell jetzt in dem Sinne nicht. Wir sind nur zu zweit und da sind so Etagenbetten drin, die brauchen wir halt nicht. Aber wir sind am Überlegen, uns ein Wohnmobil anzuschaffen. Wir haben jetzt einen Wohnwagen, aber mit zunehmendem Alter ist Wohnmobil doch einfach besser, weil man flexibler ist, du brauchst nicht so viel aufbauen wie Vorzelt und so weiter. Ne? Das Fahrrad war ein weiteres Schwerpunktthema auf den Fahrradtagen. Nicht nur E-Bikes wurden vorgestellt, die Firma Big Wheel präsentierte auch Lastenräder. Am Stand der Radstation des Caritasverbands Haltern konnten Fahrradbesitzer ihr Rad in einer Waschanlage auf Hochglanz bringen lassen. Nebenan informierte die Radstation über Leihfahrräder und Preise. Fahrrad kostet 9 Euro pro Tag und ein E-Bike kostet 20 Euro pro Tag. Und wenn man eine ganze Woche mietet, ist das etwas günstiger. Täglich verleihen wir Fahrräder, E-Bikes sind am Wochenende auch fast immer alle ausgebucht. Die Polizei hatte zum Thema Pedelec-Fahren etwas beizutragen. Aufgrund der ansteigenden Unfallzahlen mit dem E-Bike ist Aufklärung wichtig, so Sicherheitsberater Thomas Schwenken. Zeigen halt interessierten Leuten die unterschiedlichen Bremswege, Anhaltewege, Reaktionswege auf einem Pedelec zu einem normalen Fahrrad und gehen dann in die Thematik, dass da natürlich eine wesentlich höhere Unfallgefahr ist und wie man damit umgehen kann. An einem Simulator konnten interessierte Besucher ihr Fahrverhalten mit dem Pedelec testen. Zum Beispiel rechtzeitiges Bremsen bei plötzlich auftretenden Hindernissen oder auch Kindern. Wir präsentieren heute eine kleine Auswahl von unseren Hilfsmitteln, die wir anbieten bei Hohmann in Dülmen. Und man kann es auch gerne mal Probe fahren, draufsitzen und ja, sich einfach mal informieren lassen, was es alles möglich ist. Autohändler Frank Stephan aus Haltern am See präsentierte elektrische Automobile von Hyundai. Also es ist beides nachgefragt noch. Ne? Einige sagen, ich möchte auf jeden Fall ein Elektrofahrzeug. Andere wiederum sagen, also Elektroautos gehen gar nicht. Ne? Ich würde mir nie ein Elektroauto kaufen. Solange es Benziner gibt, kaufe ich einen Benziner. Trotz großer Nachfrage nach Elektroautos seien immer noch zu wenig Ladesäulen vorhanden. Das ist genau auch ein Problem, dass es dann keine Ladesäulen gibt, wenn man irgendwo 500 Kilometer oder 400 Kilometer gefahren ist und man sucht eine Ladestation, dann wird's eng. Ne? Insgesamt waren Besucher und Standbetreiber mit dem Angebot an den Fahrradtagen sehr zufrieden.